Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Resident Evil 7 mit DLCs, mit dem letzten DLC und dazu deswegen noch rechtzeitig zu Resident Evil Village, weil dann wird davor wird Village für Ende sein. Nämlich mit End of Zuri. Einige Wochen nach den Ereignissen von Kein Held ist eine neue Gefahr aufgetaucht. Joe Baker, Jades Bruder, muss sich dieser Gefahr bloß in Händen stellen, um den Leiden seiner Familie ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Der letzte verbleibende Baker, der noch normal ist. Nämlich Joe Baker. Ich bin gespannt, wie es wird. Und ich hoffe, ihr seid mit am Start. Und wir legen jetzt los. Zusammen auf normal, wie immer. Und das wird, glaube ich, wieder ein richtiger Story-DLC, ob der ein bisschen länger geht. Nur 20 Minuten. Ich bin sehr gespannt. Ich musste eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Ist okay. Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Was zum... Wir haben hier ein Opfer. Hey, ich glaube, sie... Was führt ihr Jungs im Schilde? Ja, das ist sie. Zoe Baker. Sie atmet noch. Erstatte Bericht. Sagtest du Zoe? Sir, wohnen Sie hier? Was ist denn los mit ihr? Wir wollen helfen, also alles... Was in Gottes Namen habt ihr gemacht? Sir, halt, wow. Stopp! Meine Güte. Zoe, was zur Hölle haben die getan? Hören Sie zu, wir wollen helfen. Nein, ich glaub dir nicht, Mann. Sag mir, was für Hilfe kommt in einem Kampfhubschrauber? Sie wissen nicht, wovon Sie reden. Sie verstehen nicht. Du denkst, ich weiß nicht, wer ihr Leute seid? Mit all den Monstern, die hier rumlaufen. Sag mir, wo kommen die her? So ist das nicht. Sie kapieren's nicht! Oh, ich kapier's nicht! Siehst du das Mädchen da? Schau! Die Kleine meines Bruders. Meine Nichte, verstehst du? Und bei uns hier steht Familie an erster Stelle. Und du wirst meine Familie nicht töten. Das ist etwas, was ich nicht zulassen kann. Gott verdammt. Sie ist infiziert. Sie stirbt. Und wir werden beide sterben. Wenn wir nicht sofort hier abhauen, verdammt! Sie ist noch nicht tot, Junge. Also tust du besser was dagegen. Bevor ich dich an deine Freunde da verfüttere. Okay. Es gibt ein Heilmittel. Du lügst mich an. Ich lüge nicht. Wir waren auf dem Weg, sie zu behandeln. Und sie haben das total versaut. Die warten jetzt bestimmt noch auf uns. Ja. Oh. Sie haben es zu einer Hütte nicht weit von hier gebracht. Es ist dort. Ich schwör's. Aber wir können boxen.
Nice. Ich habe die Kontrolle die ganze Zeit angehabt. Das habe ich dann eben nochmal ganz kurz ausgemacht. Nicht, dass da jetzt irgendwie Doppelungen kommen. Gut, den lassen wir da mal liegen. Das, was ich heute gesehen habe, war kein Alligator. Ich war draußen. Die Schnüre überprüfen, als ich gesehen habe, dass einer angebissen hat. Also habe ich ihn hochgezogen. Stattdessen war es irgendein schlammüberzogenes Gott weiß was mit riesigen Zähnen und Klauen. Wollte mich schnappen, aber ich hab den Arsch eins in die Fresse gegeben, bevor er das konnte. Hätte nie gedacht, dass ich sowas mit meinen eigenen Augen sehen würde. Muss die verdammte Regierung sein, die geheime Experimente an Menschen und Tieren durchführt. Kein Zweifel. Das sagt ja auch diese Hubschrauber, die hier in letzter Zeit rumfliegen. Ja, aber er hat einerseits recht, andererseits haben die ja die Familie indirekt umgebracht, weil das ist ja ein Projekt der Umbrella gewesen. Speichern. Wie viel Platz haben wir? Oh, wir haben genug. Joel, ich wollte mal Joel sagen. So bringt man die Dinge um. Erstens, ihren Körper sind zäh, aber die Köpfe sind weich. Schlag die. Zweitens, lande so viele Schläge wie möglich. Links, rechts, links. Was? Links, rechts, rechts mit einigen schnellen Rechten. Geht gut rechts, links, rechts und dann eine starke linke sorgt für K.O. Deine Köpfe lassen sich nicht zerstampfen, wenn sie umfallen. Geh in die Hocke und schleicht dich von hinten an den Rand, wenn sie nicht hinschauen. Um sie leicht zu erledigen. Okay, aber... Na gut, ich glaube, das ist ein bisschen... Ja gut, das brauche ich nicht nochmal. Das andere nehme ich mal schon mal mit, aber das andere brauche ich, glaube ich, nicht. Also ich glaube nie, dass ich das Tutorial mitnehmen muss. Das ist ja relativ selbsterklärend, ne? Wie das andere Computerspiel auch, was Kampfsteuerung besitzt. Oh, ich freue mich jetzt sehr auf das DLC. Was muss ich jetzt sagen, habe ich noch am meisten gefreut. Ich glaube, dass sich das als... Moment mal, ich kann... Das war die erste Hilfe. Achso, Chemikalie. Was war das? Sprich mir was an? Dann mache ich hier. Ich habe nicht umsonst Boxen gelernt. Bäm, 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 bäm. Boah, da war ein guter Linker, guter Haken. Wow. Also Ethan hat da Munition für gebraucht, der nimmt einfach hier Fäuste. Vielleicht soll der mal Village mitspielen. Oh. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und links. Und rechte. Und die linke. Das ist ja Boxtraining. Na gut. Als Maul. Du stinkst nach Abfall. Ja gut, nur das Zertreten sieht mal komisch aus. Wenn du das irgendwie ein paar Kilometer weiter weg machst und der dann trotzdem platzt. Was? Klar! Ja, aber sehen, was sind wir für ein Onkel? Wir sind hier der Meisteronkel, wie Boxerpuppe. Und wir haben hier Puppe für schwarze Magie. Vieles Inventar erhöht sich ihre Angriffskraft. 1% auf Ruhe, sicher. Hey. Was zum? Lernen wir das mal, ne? Ja. Oh mein Gott. Also gut, schleichen ist mir jetzt hier nicht. Tolles Schleichen auf jeden Fall, was hier funktionieren soll.
Leute. Also gut, wenn das so weitergeht, dann sind wir schnell fertig. Ah. Okay. Man merkt aber ein bisschen, was das überhaupt wieder aufgesammelt haben. Heilmittel für TI-Infektion. Eine Arznei für die Heilung einer durch den TI-Mutamizet hervorgerufenen Infektion. Das soll so wie heilen. Cool. Kommen wir zurück. Nice, aber das ist irgendwie nice. Aber man merkt, dass das nicht fürs Kämpfen ausgelegt ist, ne? Für Boxkampf. Hm. Da zähmt jemand die Bäume. Da fällt jemand die Bäume. Zähmt, genau. Immer zähmt die Bäume. Weiß nicht, wer es ist. Aber Evelyn ist doch tot. Nein, nein, nein! Speier kurz vorher, ne? Ist auch nicht okay. Ich bin ein sorgender Onkel, ich speichere kurz vorher. Okay. Zoe? Verdammt, warum weckt es nicht? Sie war nicht voll, oder? Das wird nicht reichen. Sie braucht eine volle Dosis zur Heilung. In der Basis ist mehr. Machen Sie mich los, dann führe ich Sie hin. Bitte! Welche Basis? Mist, ich muss Zoe rausbringen. Komm mal mit, Kleine. Ja, wir machen mal einen kleinen Spaziergang. Oh! Was bist du? Was? Wir müssen schnell weg. Und wir lesen keine Zeit. Ich glaube, der Onkel hat seinen Gegner gefunden. Also. Gott, was ist das für ein Horrorfilm? Scheiß hier. Ja. Willkommen bei den Bakers. Okay, einmal. Ist alles gut, sorry. Ja. Sicher. Was zum Teufel? Du siehst aus wie... Na, danke, wenn du nicht folgst. Muss ich eben kurz an Nemesis denken. Was für Resident Evil 3, wer ihn noch kennt. Könnt ihr gerne mal mir reingucken. Resident Evil 3 Remake. Muss ich eben irgendwie kurz an ihn denken. Oh, sieht aber schon besser aus. Der Soldat meinte, die Medizin ist in irgendeiner Basis. Woher zum Teufel ist jetzt diese Wand gekommen? Da hat jemand das Licht angelassen. Mehr brauche ich gar nicht. Keine Sorge, Zoe. Nur noch ein Stückchen. Du bist ja optimistisch, aber
Ja, aber wo ist eigentlich ihre Kleidung hin? Also ich meine, die ist halt nackt. Außer das Gewebe, was jetzt gerade das alles bedeckt, aber eigentlich ist sie nackt. Die sich irgendwie davor noch kurz noch vorher ausgezogen oder wie? Rutscht da schon runter, oder? Nee, doch nicht, dachte. Irgendwie, du siehst. Ach, komm schon. Nicht jetzt, Alligator. Ich geh trotzdem mal rein. Das ist eine gute Idee. Hier bist du sicher. Genau, leg dich mal hier hin. Warte hier. Ich bring dir was, das dir helfen wird. Wo soll ich jetzt auch hin? Ja. Scheißkerl. Sicher. Ey, geil. Okay. Da kriegt er richtig Zucken an der Kerl. Ja, easy. Oh, nicht die. Oh ja, schon auf Rücken. Okay. Wenn er gegen die kämpfen muss, dann. Boah, nee, die mag ich nicht. Klar, man kommt gegen die an. Ich würde sagen, guter Wurf. Nice. Na gut, bis jetzt geht das ja noch, das DLC. Bis jetzt ist es noch einfach. Ich muss das sagen, ich mag die Schnelligkeit von ihm. Also er redet zwar darüber, nur es ist halt dringend und es ist eilig, läuft aber ziemlich gemütlich dafür. Ich hab's eilig! Ich muss meinen Bus kriegen! Ab sofort gelten die folgenden Befehle. Das Mutamizet ist im Sinn aktiv und wird weiter mutieren, solange es auf neue Organismen trifft. Der Medikamentevorrat darf dem Mutamizet nicht ausgesetzt werden. Sollen die Medikamente mutieren, werden sie nutzlos. Die Anti- Fictivum Synetisierungsstation ist komplett zum Raddampfer zu transferieren. Ach du Scheiße, das ist ein schweres Wort. Raddampfer? Verdammt, ihr macht es einem echt nicht leicht. Komm mal im Videospiel. Laptop. Hallo? Du hältst dich besser fern. Boah, okay, man kann blocken, dann ist das doch. Okay. Ja, endlich mal jemand, der mal aufs Maul, der mir mal hier Konter gibt. Das ist mir auch sehr wichtig im Leben. Boah. Oh Gott, was bist du denn für ein hässliches Mistvieh? Ich bin wie Even, ich kipp einfach auch immer so über die Hand, dann geht's wieder gut. Jetzt. Immer schon auf Kopf. Du machst jetzt keine Probleme mehr. Autsch. Wer ist das denn? Also ich glaube, wenn es Jack ist, ich weiß. Hi. Achso, ich darf angreifen.
Aber irgendwie kennen wir Jack halt auch nicht vorstellen, weil Jack ja eigentlich getötet haben. Weiß nicht, wer aber. Was zum. Jagt er mich jetzt die ganze Zeit oder was? Oh Gott. Ah, jagt mich jetzt die ganze Zeit. Das finde ich ja nice. Ja, nice von der Puppe. Juhu, warte mal, dann spreche ich das nochmal. Mit der Puppe. Ich habe drei Puppen. Da habe ich keine Chemikalie mehr. Oh ne. Braucht man, also bekommt man hier noch so viel, dass eine ganze Truhe gerechtfertigt ist, oder ist sie jetzt einfach nur, weil sie das ganze Spiel irgendwie Truhen hat? Was? Au. Jo, scheiße gelaufen. Schön still bleiben. Okay, muss ich gerade konzentrieren. Vielleicht war es ziemlich dumm gemacht. Kommt näher. Haben wir noch ein paar Speere? Doof gerade. Ja gut, ich habe gar nicht dafür. Na gut. Toll. Subi. Ja toll, warum darf man das Spiel nicht, dass man für, ja gut, dann müssen wir es aber neu laden. Da bringt du nix. Bei ihm wissen wir. Wusste ich ja nicht, dass man das da. Noch einer. Toll.
Ja, ich gehe so weit am Rand ich kann. Alter. Okay, das war echt gemein. Entregelt, oder oh, sehr gut. Lass bitte speichern. Das will ich nicht nochmal machen müssen. Okay, das war fies. Weil die Speere nicht reichen. Das musst du aber auch wissen, deswegen. Wenn man das nicht weiß, dann... guck mal, dann denkt man natürlich, okay. Scheiß drauf. Okay, ich liebe schon ganz gleich eins auf die Fresse, oder? Und ich werde hochgezogen. Eins von beiden. Oder? Oder? Und? Nee, doch nicht. Da kennt ihr das nicht auch? Diese Spiele, wenn du eine Leiter hochkletterst. Und dann oben bei der Gegner steht, dich dann wieder runtertritt. Ich würde so einige Spiele das ganz gern machen. Okay, kann er dann nicht verwendet werden. Kann ich mir dann wie Boxhandschuhe basteln oder wie? Einmal speichern. Gut, wenn ich jetzt hier mal ein Fläschchen bekomme, ne, dann kriege ich gleich mit aufs Maul. Weil Reason Evil ist nicht dafür bekannt, mir einmal so ein paar Fläschchen zu geben und so zu sagen, oh, ist egal. Ast, ah, Ast. Immer mal Ast, 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 Ast. Warte mal. Ja, ein Wurfspeer. Daraus kann ich einen Wurfspeer machen. Oh, cool. Okay. Also Ast und das ist okay. Alter, du siehst aus wie ein Klicker. Ja. Jetzt wird die Frage, ob es eine gute Idee war, das in ihn zu verbraten. Na was? Okay, geht hier. Und gabum! Natürlich. Den kriege ich natürlich nicht hin, ne? Giftig jeder Schlag, landest du im Sarg. Oh. Zeig ich doch. Aber wir hauen einfach alles auf mit unserer. Unserer Fausttechnik. Den bewahre ich jetzt einmal auf. Kann er nicht um die Ecke gucken? Ist ein bisschen schade. Ugh.
Ich nehme wieder. Oh, nochmal erste Hilfe. Hier bekommt oh Gott, hier kann man mal speichern. Mache ich natürlich. Ah, es kommt bestimmt gleich nochmal der große, oder? Was? Ach, komm schon! Das ist es. Endlich! Hi, Kumpel. Ja, genau. Du willst jetzt noch mehr, du Affenscheiße. Ich bin gut, ne? Ich war Boxweltmeister. Ich krieg alles geblockt. Ich kann kontern, blocken, treten. Okay, treten ist verboten. Sehr gut. Immer schön daneben boxen. Wrestling. Ja, okay, wir haben Wrestling. Juhu! Müssen wir was craften. Hast du eine Freundin eben gerade geholt, du Arsch? Jetzt habe ich so eine Freundin geholt, ich glaub's nicht. Dieses feige Stück. Ja, steht ja gut. Ein Piercing. Ja, okay, magst du ein Piercing? Ich dachte, hey, das ist der fetzte Schrei. Sieht aus, Alter. Natürlich, der steht immer noch, ne? Kann er nicht irgendwie ausweichen oder so? Nee. Okay. Los geht's. Hey, gefällt dir das, ne? Zwei haben wir noch, aber wir haben es gut gehalten. Ich bin später. Aber komm, dafür finde ich, haben wir uns gut gehalten. Für dafür, dass er Übermonster ist und wir auch ein Übermonster sind. Noch ein Arzt.
Hätte ganz gerne wieder ein paar Fläschchen. Ich komm gleich, warte. Scheiße. Okay, müssen wir die Bestumpfmonster verfolgen. Na Gott. Zoe! Wo bist du, Mädchen? Wo sind die hin? Hey! Lass meine Familie in Ruhe, Arschloch! Mann, hier ist alles zum Teufel gegangen. Ja. Er muss. Geht's nicht zum Bäcker anwesend? Hat die nicht auch schon so einen Steg gehabt? Ich bin auf dem falschen Dampfer. Ja, schon vier Mal, ne? Aber keine. Wo bin ich jetzt? Im Quarantänebereich. Ja? Okay, Quarantänebereich 1, okay. Bleib mal da, ich crafte kurz, ne? Gott, das ist ein bisschen gruselig gerade. Nur, das habe ich ja eben gelernt, immer schön aufbewahren. Ich liebe Krokodile, Schildkröten, würde ich schon sagen. Schildkröten wären mir lieber.
Ja. Okay, ich hoffe mal, es ist die richtige Entscheidung. Ja, wenn der sich auch immer losbewegt, ja. Au. Scheiße. Ich dachte, der bleibt. Wollte es ja vermeiden, ne? Ja. Beide. Zurück. Knapp. Zurück mit dem Ding. Ich würde sagen, das war knapp. So, haben wir geschafft. Oh, sehr gut. Okay, Flusskrebs, sehr schön. Ja, diese Krokodilen, die einzigen Gegner, die mir wirklich gefährlich werden. Ich werde den Teufel schon darunter gehen. Junge. Was ist? Kopf aufs Maul. Still. Oh. Mann. Oh, ich bin gerade im...
in den Arm zertrampelt, ne? Hinschlagen. Die Tür, achso. Ja. Mach ich gleich. Noch eine Puppe. Yay, noch eine Puppe. Ich glaube, F5 ist aus, ne? Er will lieber oben bleiben. Ja. Natürlich. Ja. Okay, die kriege ich nicht gekillt. Okay. Oh nein, oder? Muss er mal machen? Scheiße. Ja, okay, das wusste ich nicht. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass wir die gekillt kriegen. Ja, man kann sich mal entscheiden, ob man bei den Krokodilen entlang will oder hier oben. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Sehr gut. Ich will nicht bei den Krokodilen entlang. Jetzt! Auf damit. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Nochmal schaffe ich das nicht so gut. Dann mal so. Ja. Ja, klar. Ah, ja, toll. Ja, komm, wie soll man aber auch wissen, dass man die Kleinen nicht... Achso, man muss ja auf die Hocke... Oh, man muss in die Hocke gehen, um die... Warum sagt man das Spiel, nachdem man verloren hat und nicht vorher? Das wäre deutlich sinnvoller, ein Tipp. Nicht, wenn ich verloren habe, war ich das selber. Brauche den Tipp auch nicht mehr, dann kannst du den Tipp nicht ausschmieren. Ah, Alter, als. Einen muss ich schon reinprügeln, achso, ich dachte, man kann abhauen. Okay, nochmal werde ich die Runde. Ich habe keine Ahnung, ob ich das nochmal so gut hinbekomme wie eben. Ich tue mein Bestes. Ja, war klar. Einer muss ich mindestens treffen. Aber wenn es dann mal sowas. Ja. Nicht so hinbekommt, schade. Ja, steh nochmal auf. Ja, natürlich. Jetzt ja. Ich muss sogar Medikamente nehmen, mit der Haupt jetzt zum Bett tot. Doch nicht. Ah, toll. Ey, wenn mir das Spiel jetzt gleich gesagt hätte, ne? Ah, böse. Scheiße. Ja, egal. Ich. Tschüss. Natürlich. Natürlich, fick dich, Junge! Ach, komm. Was? Wie lebe ich denn noch, hä? Ich lebe noch. Aus Gründen. Achso, okay, in Jorge, ja. Ja, wie jetzt? Komm, jetzt tippe mal. Ich hab doch ein bisschen normal, Mann. Das ist alles normal. Hallo, ich hab doch ge... Ich hab doch zugehauen, ey. Ja, toll. Noch ein Medikament nehmen. Ach, komm, also... Was? Ich will... Nein, soll es nicht, habe ich jetzt gesagt, oder wie? Ich habe doch... Oh. Immer diese aufploppende Kacke, dann ist das bei ihm was... Nur wenn man es mal nicht schafft, als ob ich dann gleich sage, war doch einfach. Mir ist das schon mal bis hier, da ist auch aufgeploppt, ich habe einfach weiter gedrückt, ne? Der hat das angenommen. Mit einfach, das ist auch... Ich finde es immer doof, wenn sowas aufploppt, dass die sich einfach in die Option reinschreiben, oder das ist einfach irgendwie... Wenn das die in die Option mache es da, ich meine, das sollte man ja schon. Jetzt hau zu! Immer schön zuhauen. Genau. Sehr gut. Jetzt eben bloß schön hinbekommen. Jetzt war eben bloß schön profihaft.
Ja, wie hab ich das denn gemacht? Ja. Keine Ahnung, wie ich das mache. Ich drück aber jetzt random irgendwie die Tasten. Ganz ehrlich. Ich werde diesen Mistviech gleich einfach den Speer in die Fresse hauen. Ist mir egal. Dann sterbe ich mir nicht an diesem Ding da. Nein! Ah, toll. Geil. Ich sieht schön auf. Als Maul. Ah. Oh, Junge. Was denn? Jemand wird anders eingegriffen? Was denn? Da waren zwei, ach so. Oh, ich bekomme wieder. Ja, nice. Na ja, gut, okay. Ich habe jetzt zwar keine Wurfsperre mehr, ist aber nicht schlimm. Oh. Auf jeden Fall einen Checkpoint erreicht. Achso, dann ich kam mit dem Schlag. Was? Okay. Ja, natürlich. Wir gleich 3-4 Stück. Okay. Ganz ehrlich, Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich das mache, ne? Fragt mich das bitte nicht. Ich hau einfach. Das ist natürlich der Danke. Hallo! Es ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Natürlich gehst du da. Ah, Leute, manchmal. Hat er gemacht, sehr schön. Ja, die können halt im. Verstampfen. Wo hab ich die eigentlich? Also, du willst aufstehen? Nein. So. Weiter geht's. Der andere ist mir egal. Genau. Der andere kann gerne aufs Maul. Genau, ja. Einfach eins aufs Maul, dann passt es wieder. Hey Kollege. Oh Gott. Nein, nein, nein. Oh, jetzt ist das natürlich. Jetzt lau doch mal zu, Mensch. Oh, guck dir nicht deine Hand an. Kannst du wieder schnuppern. Sehr gut. Wieso guckt der dich noch? Oh, muss wohl die Hand angucken. Oh, ist die heil. Sehr gut. Okay, ja, wieder bekommt man so wenig flüssige Chemikalien, aber so viele Würmer. Also ich kann auch so verzehrt werden, achso. Ja, will ich aber nicht. Ja, will ich nicht. Oh Gott. Das ist jetzt Basis 3 oder wie, bitte, ne? Ne, verlassene Kirche. Okay. Ne, hab mich geirrt, Leute. Ja, hab mich geirrt, tatsächlich. Es hat nichts mit, mit der Baker, mit dem Baker anwesend zu tun. Ich hab wieder 3. Aus dem Weg, Fetzer. Oh. Ein Kreis, der ist nicht meins. Natürlich krieg ich ihn. Ja, er kann durchhauen, ich nicht. Das ist übrigens sehr fair. Warum kann er nicht durchhauen, dass ich nicht kann? Natürlich kann er.
Sie müssen erst die Gegner ausschalten, ach komm. Ja, das weiß ich auch vorher. Ja, klar, dass ich gebissen werde. Weil man das ja auch weiß, dass man erst den Gegner ausschalten muss, um eine Sache kaputt zu... Das ist gut. Aber man arbeitet das Game mit ein paar Unlogik... Ja. Sehr gut. Der ist weg. Natürlich. Oh, Alter. Ja, jetzt komm mal her. Was? Jetzt kotzt er durchs Grab, natürlich. Junge. Logo. Aber mit nicht selber wieder gekommen. Ich glaube, es knallt. Oder? Hä? Die knallen nämlich. Achso, er war K.O. Oh. Ja, ja. Ja, er ist ja auch so krass. Jetzt besieg ihn doch. Ja, ich hab keine mehr. Das war mein letzter. Keine Ahnung, wie man den besiegt. Ändere mal. Kannst du mal. Bitte. Oh Gott. Tschüssi. Genau. Vielen Dank. Gott. Ich will jetzt hier nicht nochmal sterben. Das ist ein verdammter Sakrileg. Jake, was zum Teufel? Mensch, Jackie Boy. Was ist nur passiert? Ja, das, ach du Scheiße. Okay. Da bist du ja, du dreckiger Schwein. Na dann mal los. Abhauen? Spielzeuge. Einsatz bereit. Hm.
Ja, sehr schön. Ich würde sagen, nächste Runde, ne? Sind es bestimmt. Ah, hier sind wir jetzt, ja, Margaret. Hallo. So, laden. Vollständig geladen. Das ist ja mal nice. Natürlich. Sicher. Laden. Vollständig geladen. Es sind, ja, natürlich der Mist. Theoretisch ja. Oh nein, ihr habt nichts mehr. Oh Gott, kann man vorher nochmal sparen? Na toll. Das wusste ich nicht. Ich bin ja nicht damit gerechnet, dass man nochmal alles hat. Aber gut, vielleicht kann ich ja hier nochmal, bestimmt. Da sieht's doch gut aus. Was ist hier passiert? Ah, gut. Produktbezeichnung AMG78. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Transport von schwerem Gerät und Vorräten zu erleichtern. Wenn angelegt, erfasst es die Nervenimpulse des Trägers und synchronisiert das diese mit einem Servermotor, die eine maximale Leistung von mehr als 50 Pferdestärken erlauben. Modernste Schockabsorber reduzieren den vom Träger gefüllten Rückstoß auf null. Okay. Eine Gewebepumpe analysiert, von dem wir annehmen, dass sie von Jack Baker stammen. Die Zellen zählen außerdem eine Widerstandsfähigkeit gegen physische und chemische Schäden, dass die E-Serie Mutamizid, sondern eine Telomerase-ähnliches Enzym durch die Zellwand ab, wodurch eine anormale Aktivierung des ERK-Wegs ausgelöst wird, die den Zellspalt zwingt und so beschädigtes Gewebe regeneriert. Jedoch führt die wiederholte Zellenteilung rasch zu einer Auflösung der interzellulären Struktur, was zu dem verschlammten schlagähnlichen Effekt führt, den wir in den gesammelten Proben beobachten konnten. Und unsere Arbeitshypothese schreibt bei dies einem Erreichen der Highflick-Grenze zu. Man beachtet auch, dass die Proben von anderen Familienmitgliedern, die Ehefrau Merkel und der Sohn Lukas und die Tochter Zoe, nicht dieselben extrem regenerative Eigenschaften aufweisen. Dem Turm unterscheidet sich womöglich von Person zu Person. Weitere Forschungen werden benötigt. Jetzt speicher doch einfach.
Sehr schön. Okay, dann haben wir Jack mal eins aufs Maul. Wart's nur ab, Jack. Zoe kommt mit mir. Zoe! 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 Wach auf, wach auf! Ah, du musst jetzt nicht gleich umdekorieren. Bist du doch ein tollwütiger Hund? Mit deiner Fan? Reicht mir! Boah, Alter. Na klar, jetzt nimm's doch! Vollständig geladen. Natürlich! Der steckt jetzt einfach weg, Alter. Achso, ich kann jetzt vollständig abblocken. Wusste ich nicht. Was ist, hä? Boah. Geladen. Vollständig geladen. Weißt du jetzt aus, oder was? Sehr gut. Ich hatte mal einen Riesen, ich hab mal. Ja, komm. Komm schon. Oh Gott. Oh, ich sehe irgendwie bald überhaupt nichts mehr, nur ich reagiere einfach nur noch. Ich habe den Kampf gar nicht mehr im Blick, muss ich sagen. Ich reagiere einfach nur noch auf seine Halbattacken da. Nein. Was drüber. Was zum Teufel? Klar. War es gewollt oder war das? Nee, war nicht gewollt, war mein Fehler. Das ist ein Abschied von der Familie, Bruder. Vielleicht geht's dir besser. Zoe! Zoe! Wach auf, Zoe! Joe? Was ist los? Geht's dir gut? Mir geht's gut, mach dir keine Sorgen. Es ist jetzt vorbei. Los, 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 los! Stehen bleiben! Die Hände hoch! Runter! Waffen runter! Waffen runter! Ist okay. Sie sind wohl Zoe Becker. Wer fragt denn? Chris Redfield. Wir haben nach Ihnen gesucht. Wir helfen. Ihr
Ihnen wird es gut gehen. Ich war 3 Jahre mit diesen Monstern eingesperrt. Alle wollten mich umbringen. Unglaublich, dass es vorbei ist. Hör mal. Tief im Innern waren sie noch deine Familie, die dich liebt. Besonders dein Daddy. Selbst in seinen letzten Tagen. Wir haben sie. Tafels Mädchen. Ja, natürlich. Moment. Jemand möchte sie sprechen. Ethan. Zoe. Zoe, bist du da? Du bist das. Ich glaub's nicht. Du hast es geschafft. Das haben wir beide. Du hast mich nicht vergessen. Ich sagte, ich schicke Hilfe. Und ich halte meine Versprechen. Danke, Ethan. Ach, er war das. Ach, er hat Baker und er hat ihn geholt, sozusagen. Okay, das war toll. Okay, ja. Familie kaputt. Wir haben sie weise gemacht, vollweise und damit. Ja, war auch ganz nett. Okay. Versprochen ist versprochen. Jupp, okay. Aber mit so einem guten DLC würde ich auch sagen, kann man. Ne, ich könnte nochmal. Dann passt es stylisch besser. Mit so einem guten DLC kann man doch sagen, beendet man das LP, weil das war echt ein gutes DLC. Insgesamt muss ich aber sagen, es geht. Also auch die Vorgeschichte von die Töchter da, ich meine, das hättest du auch in das Hauptspiel einbringen können. Also die 20 Minuten da, also daraus jetzt ein komplettes DLC zu machen. Ja, also, ja gut, das mit Chris Redfield. Und das mit, okay, das mit Chris Redfield und Zoe, okay, das verstehe ich halt noch. Das waren also richtige DLCs, das waren wirklich DLCs. Die beiden, aber das Kartenspiel und so, das hätte man irgendwie alles in das Hauptspiel auch interagieren können. Und das wäre aber besser gewesen. Dann, weil so Clancy, und dann, so, da hätte man Clancy so als Nebengeschichte laufen lassen können, irgendwie. Als das so jetzt zu machen, ja, also, ja. Ich muss sagen, bin ich sehr überzeugt von dem Ding. Not a Hero und End of Zero, End of Zero, genau. Not a Hero und End of Zoe waren beides coole DLCs, haben beide Spaß gemacht. Töchter war okay, aber ich finde, das hätte man ins Hauptspiel mit einbringen können. Der Rest, ja, gegen die Minispielsammlung, ja. Weiß ich nicht. War nicht so meins, aber ich glaube, wenn man ein Fan ist von Minispielen, ja, kann man zugreifen. Aber dennoch war es schön, es gespielt zu haben. Das heißt, als nächstes kommt Resident Evil Village. Wir haben es geschafft. Oh Gott, ich bin ein bisschen froh. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir das nicht rechtzeitig schaffen. Aber wir schaffen das noch ganz knapp rechtzeitig. Also passt es. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dass wir uns dann beim nächsten Mal bei Resident Evil 8 wiedersehen. Oder bei anderen Let's Plays. Da momentan läuft Kingdom Hearts, Erex und Melia Rising, wenn es noch läuft, zu dem Zeitpunkt. Ich glaube nicht mehr, weil es dann, wenn die es nochmal durchgespielt haben, denn das will ich jetzt auch mal in Angriff nehmen. Melia Rising, Revengeance, Endboss und die beiden DLCs noch hinterher. Damit will ich jetzt auch mal endlich mal einen Cut setzen. Damit wir dann wieder neue LPs auch mal gucken, was wir da machen können. Auf jeden Fall, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ich danke. Haut rein. Vielen Dank. Auch übrigens, dass ihr dabei wart. An allen vielen Dank, die unterstützt haben, die liken, die kommentieren, die tweeten und egal, wenn auch immer, ne, ob ihr das zu Yeezy oder bis Mal macht, vielen, vielen Dank für jegliche Art Unterstützung, ne, ihr seid alle, ich finde das alles toll, was ihr macht, wenn egal, wenn ihr auch wenn ihr mit einem Video interagiert und ein Abo da lasst, wenn ihr liked, das ist nämlich alles tolle Unterstützung, da freue ich mich sehr drüber, wenn ihr dem Kanal hier und da ein bisschen Zeit für den Kanal habt, freue ich mich sehr, egal wie viel es ist. Egal, ich freue mich über jegliche Art Unterstützung. Auch wenn ihr nur retweetet oder nur tweet oder nochmal die Videos durchliked, vielleicht auch sowas macht. Ich freue mich über jegliche Art Unterstützung, denn alles hilft. Ich danke, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wirklich, Leute, vielen, 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 vielen Dank. Ich hoffe, auf eine lange YouTube machen kann und dass wir uns am nächsten Mal wiedersehen. Vielen, vielen Dank für alles.
Bis zum nächsten Mal. Euer Pyrus. Ich bin raus. Tschüss.